Dann eben das Absurdeste, was hier von den drei Antworten da ist. 234 natürlich. Wie? Was? 234. Das weiß ich ganz genau. Mortimer hat es mir viele Male gesagt. 234, was? Wie kann man das als guter Freund von Mortimer denn nicht wissen? Aber wie? Was denn? 234. Das hat Mortimer dir nie erzählt? Nun ja, 234. Am Ende bist du doch gar kein so guter Freund, wenn du nicht einmal von der 234 weißt. Also, ach die! Du meinst die 234? Ja, genau. Mit diesem, Dings. Exakt. Ich sehe schon, du bist also doch ein guter Freund vom alten Mortimer. Na sicher! Großartig! Jetzt, wo du das bewiesen hast, darfst du mir auch den Diamanten geben. Endlich! Oh mein Gott, jetzt haben wir den ja mal so richtig verarscht. Vielen Dank! Gern geschehen. Oh Mann, ey, bloß zu mit der Kiste da. Dann kann er wieder noch ein paar hundert Jahre schlafen. So ein verwirrter Kerl, das geht ja mal gar nicht. Aber wir haben ihn gut verarscht, indem wir einfach den Spieß umgedreht haben. So, und den Edelstein einsetzen. Diamant. Ein roter Diamant. Yay! Ausgezeichnet. Der Weg ist frei. Perfekt gemacht. Okay, jetzt können wir das Buch lesen. Das hier ist garantiert das geheimnisvolle Buch. Es ist alles mit der Hand geschrieben und es gibt einige Bilder. Hier wurden einige Wörter mit orangener Tinte geschrieben. Das gibt es doch nicht. Das Artefakt des Schicksals. Ich sollte das Buch so schnell wie möglich zum Erzmagier bringen. Ich werde ihm das Buch so schnell wie möglich bringen. Solange ich nicht auf den Hexer und seine Spießgesellen stoße, sollte ich morgen Mittag in Seefeld sein. Gut. Oh oh. Was passiert jetzt? Au! Ah! Ich dachte, jetzt stürzt das Haus ein. Da ist nur so ein kleiner doofer Kieselstein von der Decke gefallen. Och Mann, ey. Hier wird man aber auch am laufenden Band verarscht. Aber auf sehr amüsante Weise. Von daher ist es in Ordnung. In der Stadt sind wir jetzt. Wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder den kleinen Wilbur spielen. Und bei dem wissen wir ja auch noch nicht, was mit dem passiert ist. Seit er abgeschossen wurde von seinem Opa. Die Bugs werden wieder versteckt, damit wir die bloß nicht finden. Ich bin ja mal gespannt, wie es jetzt in der Stadt aussieht. Wie gesagt, ich sage euch Bescheid, wenn ich blind spiele. Im Moment ist das alles noch sehr flüssig, weil ich mich noch ein bisschen erinnere, wie man weiterkommt. Aber bald wird das viel mehr Raterei werden. 99%. Okay, jetzt sind wir vor der Stadt, wie es aussieht. Und da fallen wir vom Himmel. Oh, au. Schmerzen. Warum starrst du so? Noch nie eine Stadtwache gesehen? Nein, du bist ein Mensch, oder? Ich? Ja, könnte man so sagen. Wow. Mein Name ist Bartholomäus Anton Schildträger, königliche Stadtwache von Seefels. Und wer bist du? Kratz am Arsch. natürlich die ganz, ganz berühmte Standardantwort. Mein Name ist Guy Ron Gilberwood.
Was ist denn das für ein Name? Hey! Na ja, so heiße ich nun mal. Willst mir deinen echten Namen also nicht nennen, was? Unterwegs in geheimer Mission. Hm. Wo bin ich? Das ist Seefels, die schöne Stadt am Meer. Residenz des Erzmagiers und Heimat der Seefels Finsterfiedler. Seefels? Dann habe ich es geschafft. Gerade so, würde ich sagen. Dachte schon, die Orks schießen wieder mit Grunzern an unsere Mauern. Ich muss den Erzmagier sprechen. Es ist dringend. Da wünsche ich dir viel Glück. Die Wache am Tor zur oberen Stadt hat strenge Vorschriften. Sie wird dich nicht einfach zum Erzmagier durchlassen. Ach, verdammt. Aber da stand doch eben noch, und ich möchte Pirat werden. Warum hat er das nicht gesagt? Das war doch die Monkey Island-Antwort von Guybrush Threepwood. Mann. Ist der Erzmagier denn gerade überhaupt in seinem Turm? Darüber darf ich keine Auskunft geben. So sind die Vorschriften. Können Sie mir denn etwas über den Erzmagier erzählen? Kennen Sie ihn persönlich? Natürlich kenne ich ihn. Die Stadtwache von Seefels ist auch für den Schutz des Erzmagiers zuständig. Warum muss er denn beschützt werden, wenn er so mächtig ist, wie alle sagen? Naja, er ist nicht unbedingt ein großer Kämpfer, glaube ich. Nicht? Nein, er ist etwas seltsam. Er denkt viel nach, weißt du? Seltsam. Warum tut er das? Wer weiß. Man ist also seltsam, wenn man viel nachdenkt. Dann bin ich auf jeden Fall auch unglaublich seltsam. Richtig seltsam. Was meinen Sie mit obere Stadt? Na, die Stadt ist geteilt in eine untere Stadt und eine obere Stadt. Der Turm des Erzmagiers ist natürlich in der oberen Stadt. Und was ist in der unteren Stadt? Wirtshäuser, Händler, die Wohnhäuser des gemeinen Volkes. Nun, zumindest hat es da mal gewohnt. Jetzt nicht mehr. Warum das denn nicht? Was ist mit denen los? Wo sind denn die Bewohner der Stadt? Weg. Viele sind gestorben, als die Stadt belagert wurde. Und die meisten Überlebenden sind dann mit Gustav dem Schönen losgezogen, um sich für die Belagerung zu rächen. Das war dann eher weniger erfolgreich. Und wie viele Menschen leben hier noch? Nicht mehr viele. Wenn der Erzmagier seinen Turm hier nicht hätte, wäre die Stadt vielleicht schon aufgegeben worden. Klingt alles ziemlich traurig. Es wird doch wieder aufwärts gehen. Warte, bis wir den Krieg gewonnen haben und alle zurückkehren. Also, die da noch leben. Mhm, ja, super. Okay. Häschen. Nein, wir müssen erst noch weiter sprechen. Aber wenn so gut wie niemand mehr hier lebt, wen bewachen Sie dann überhaupt noch? Ich bewache ja nicht die Bewohner, ich bewache die Stadt. Ich bewache sie so wie mein Vater vor mir und sein Vater vor ihm. Dessen Vater nicht, der war Hufschmied. Aber sein Schwager war bei der Stadtwache. Dessen Vater war Bäcker. Interessant. Ja. Ich muss weiter. Irgendwie werde ich schon zum Erzmagier kommen. Ich wage es zu bezweifeln. Aber ich muss auch zurück auf meinen Posten. Die Pause ist vorbei. Also, Gairon Gilbertwood, der Pirat werden will. Viel Glück bei deinem Abenteuer. Wir laufen uns bestimmt noch über den Weg. Danke, Herr Schildträger. Bis bald. Woher weißt du jetzt, dass wir privat vor allem Pirat werden wollen? Wir haben das doch gar nicht gesagt eben. Okay, gut. Neben dem großen Stein liegt ein kleinerer. Er steckt halb im Boden. Nimm den doch mal mit. Ich habe das geheime Reich der Käfer, Wanzen, Flöhe und Spinnen entdeckt. Ja, und jetzt? Mitnehmen. Die Käfer scheinen das Licht nicht zu mögen. Sie krabbeln in den Schatten. Sonderlich schnell sind sie dabei aber nicht. Ich könnte sicherlich einige fangen. Nur wo soll ich sie verstauen? Okay, anscheinend klappt das noch nicht. Wir müssen also noch erst noch irgendwas haben, womit wir die Käfer einfangen können. Häschen. Oh, ein Hoppelhasen-Flauschi-Bauschi-Bunny. Ganz weiß und weich und herzallerliebst. Ich möchte es knuddeln und wuddeln und... Es ist ein Kaninchen.
Ein weißes. Nimm das doch mit. Komm hier, ihr Kleiner. Komm. Keine Chance. Es lässt sich nicht so einfach einfangen. Aber ich wüsste auch sowieso nicht, was ich mit dem Kaninchen anfangen sollte. Ich meine, außer es ganz doll lieb haben. Ich wollte gerade sagen, du hast doch eben gesagt, was du damit vorhast. Kleiner Perverser, betrachte den Baum. Ein kleiner Baum? Er hat die blutigen Schlachten und den Niedergang der Stadt schadlos überstanden. Ein Zeichen der Hoffnung. So kann man es auch sehen. Ich weiß nicht genau, was das für ein Baum ist, aber er sieht sehr schlank und biegsam aus. Ich weiß nicht. Ja, okay. Ich weiß nicht. Ja, ja, ja. Die Stadtmauer betrachten. Um Seefels wurde in den letzten Jahren mehrere Male hart gekämpft. Die Stadt scheint einiges abgekriegt zu haben. Ich glaube, das ist das Emblem der Stadt. Aber es ist ganz verwaschen und dreckig. Man kann nichts erkennen. Okay. Hier haben wir noch einen Wegweiser. Auwiesen steht da. Keine Ahnung, was es da gibt. Wahrscheinlich Auwiesen. So. Sumpf des Todes. Lieber nicht. Klingt irgendwie ungesund. Nö, ich finde, das klingt total gut und idyllisch. Da können wir nicht hin, da können wir anscheinend auch nicht hin. Auwiesen. Dann gehen wir doch mal in die Stadt. Ich glaube nicht, dass irgendwann jemand aus meiner Familie den Fuß in eine Menschenstadt gesetzt hat. Selbst Opa nicht. Ja, dann bist du jetzt der Pionier letzten Endes. Okay, was geht hier ab? Marktstand. Ein ziemlich schäbiger Marktstand. Sieht nicht so aus, als wäre da kürzlich etwas verkauft worden. Okay. Ein ziemlich... Was haben wir noch? Ups, nee, das wollte ich gar nicht.